Und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Life is Strange. Ich befinde mich in einer neuen Aufnahmesession. Gestärkt geht es jetzt hier weiter. Letzte Folge. Ja, da ging es ganz schön zur Sache. Storytechnisch auf jeden Fall. Wir wissen, Rachel Amber ist tot. Wer sie umgebracht hat, ist noch nicht hundertprozentig bestätigt. Aber wir haben die Vermutung, dass es Nathan ist, denn die Scheune, in der der Bunker ist, gehört den Prescotts. Und ganz wichtig ist, in dem Ordner, also in dem Bunker, haben wir einen Ordner gefunden, wo Victoria, also der Name Victoria, drauf stand. Und wir gehen ganz stark davon aus, dass sie das nächste Opfer sein wird. Und das Problem ist, dass hier gerade eine Party stattfindet, wo garantiert wieder Drogen mit im Spiel sind. Und unsere Mission ist es jetzt, Chloe zu finden und Victoria zu warnen. So, Stella. Hi, Stella. Hey, Max. Welcome to the end of the world. Do you want me to check anything in? No thanks, Stella. Have you seen Nathan yet? No, thank God. That boy creeps me out. Wait, some girl just asked about Nathan before you came in. Oh. Das wird garantiert Chloe gewesen sein. Nathan ist gruselig, weil wir wissen ja, welches Mädchen es ist, oder war. Why does Nathan creep you out? He should. I just want your reasons. He's a bully for one thing and he hit Warren for another. But have you ever looked at his eyes? Glazed and raging. Me no like. So why are you working at a Vortex Club party? I didn't think you wanted to be a member. Screw that. I'm here for the job. Okay, es geht garantiert nur ums Geld. So als Schüler hat man auch nicht so viel Geld zur Verfügung. Wer hat dich angeheuert oder irgendetwas Ungewöhnliches? Ja, das mit dem Ungewöhnlichen interessiert mich da schon mehr. Do you notice anything unusual about the Vortex Club tonight? Yeah, I noticed they don't give a shit about Kate Marsh. I'm glad for the job, but I think Principal Wells should have canceled the party. Guess I'm not cool enough. Yes, you are, Stella. You're smart, honest, and you bust your ass for Blackwell. I hope everything turns out your way in the end. Well, thank you, Max. I really appreciate that. Hey, your face looks so intense. Are you okay? No, I'm actually not okay. I just need to find Nathan. And don't get too close if you see him. Hell no. This is homework, not a party. I'll text you if I spy him. Good luck. So, danke schön, liebe Stella. So, die hier sind alle schwer beschäftigt. Wow, funktioniert gut. Die Schlange wird auf jeden Fall abgearbeitet. So, du trinkst hier fröhlich dein Getränk. Na, lass es dir schmecken. Okay, hier können wir, glaube ich, nichts mehr machen. Jetzt betreten wir mal die Schwimmhalle. War doch in der Schwimmhalle, oder? Ja. Oh Mann, ich will ja nichts sagen, aber eine Party in einer Schwimmhalle, wo Alkohol getrunken wird, finde ich echt nicht so geil. Davon ganz abgesehen, was da alles passieren kann. Okay, denen scheint es ja trotzdem egal zu sein, die haben ja auf jeden Fall Spaß. Schön, viel Spaß an die Leute, die das am nächsten Tag wegrollen müssen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es nicht der Vortex Club sein wird, sondern dass sie da irgendwelche Leute schon gefunden haben, die hier die Drecksarbeit für die machen werden. I feel like I'm in some kind of dream nightmare. Definitiv ein Albtraum. So, der sieht schon mal nicht mehr ganz so gut unterwegs aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Victoria und oder Nathan im VIP-Only-Bereich finden werden. Wow. Die haben extra... Also, sie gehen an eine Schule und haben sich einen VIP-Bereich abgekapselt. Das ist wirklich...
Zuschauer. Okay, Brooke. Hey. Ich weiß, du bist nicht so gut auf uns zu sprechen. Is she mad Warren asked me out? What is the point of this party? Hello, Mensch. Max, I didn't expect to see you at a Vortex Club party. I didn't expect that either, but I really need to find Nathan. Have you? No, I haven't seen him. And I'm not looking for him, so I most likely won't tonight. I just hate that scrub and his club. Aber trotzdem bist du auf einer Party. Da stellt sich mir doch die Frage, warum bist du hier, wenn du die Vortex, also Vortex hast, alles Mögliche. Na gut. Warum bist du hier oder nicht die Einzige? Vielleicht, wenn wir eine kleine Gemeinsamkeit haben, hilft sie uns vielleicht auch ein bisschen. Denn ich will mich jetzt nicht die ganze Zeit mit Brooke immer so angiften. Deswegen nicht die Einzige. You're not the only one. Maybe this party will be the end of the Vortex. Then I don't have to pretend like I care anymore. Have you seen Warren tonight? Why? You're the one going out with him. Enough. I'm sorry Warren asked me to the movies, but you don't need to give me an attitude. I'd like to think I'm your friend. I know. I get salty when things don't go my way. I'm selfish while you go on a roof to help save your friend. You're not selfish, Brooke. You're just trying to live your life without all this bullshit. Like all of us here. You seem so wise and kind of invincible this week. I think that snow and eclipse gave you superpowers. Yeah. Check to see if you can fly. Ja gut. Das mit der Sonnenfinsternis und dem Regen, dem Schnee, den Walen ist schon gewissermaßen unsere Schuld und hat auch sehr viel mit uns zu tun. Nur, dass die uns nicht die Superkräfte gegeben haben. Und ich hoffe, dass Brooke recht hat, dass wir diese Woche unbesiegbar sind. Vielleicht kann sie uns das ja mit dem doppelten Mond erklären? Only with your drone. By the way, did you see that crazy double moon out there earlier? Max, if I saw a double moon out there, I would assume it really was the end of the world. Well, the night is still young, Brooke. And so are we, Max. So let's plan a drone date next week. Sehr cool. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung, so ein bisschen auf Brooke zuzugehen. Leute. Trinken und Wasser, das geht echt gar nicht. Und was ist hier mit dir los, Courtney? Du bist so niedergeschlagen, oder? Miss Courtney drinking alone. Without Taylor or Victoria. I wonder why. Wir können sie nur ansehen, reden können wir mit ihr leider nicht. Okay, was haben wir hier? Cola und Energy? Energy drinks, soda, energy drinks. I know somebody has the booze. Natürlich haben die hier nur Limo und Energy Drink. Das kannst du mir nicht erzählen. So. Wer bist du? Lou? School days. Was? School days. Ach, die Schulzeit, okay. I almost didn't see you. Max, you're the only person I don't mind seeing right now. I was looking for Nathan. I've avoided almost everybody here tonight. Why are you looking for Nathan? Nichts Wichtiges oder gefährlich. Dieses Nichts Wichtiges, das weckt auf jeden Fall noch mehr Interesse daran, warum wir ihn suchen. Deswegen sagen wir, es ist gefährlich. Vielleicht. I want to make sure he's not gonna do anything tonight. Like what Drug. I have dreams that somebody finally kicks his ass one day. Sometimes dreams come true. Today I saw Warren give Nathan an epic headbutt. Yes, give it up with brother Warren. Now all we have to do is drive all these goddamn Prescott vampires out of town. Die Musik ist arg laut, oder? Aber ich glaube, das muss so sein, weil in einer Party ist es meistens so, dass die Musik exorbitant laut ist. Sean Prescott oder Vortex Club? Sean Prescott, ja, ist schon interessant, aber der Vortex Club hat hier wohl mehr Stellenwert gerade. Deswegen reden wir doch mal ein klein bisschen über den ach so tollen Vortex Club. That'll be hard to do when the Prescotts own the town and the Vortex Club. I call it the Vortex Cult. Look at this crap. Dress code? VIP section? Elitist bullshit. Preach it, Brother Luke.
Okay, I have to get going. Thanks for seeing me. No, thank you. But for helping Kate. And for keeping it real. Peace out. Oh, okay. Hiding or something? Ich kann mir sehr gut vorstellen, wo sich der gute Nathan rumtreibt. Ich denke mal, der wird da hinten in dem VIP-Only-Bereich sein. Wen haben wir hier? Graffiti. Oh, toll. Tolles Graffiti. Das ist natürlich super erwachsen. Okay, dann haben wir hier... Okay, mit euch kann man nicht reden. Ach, Leute, ernsthaft. So schneller, ja. Alyssa? Alyssa, incoming! I'm on it! Of course, my object angel has stepped up every single time to protect me from the cruel world. Thank you again, Mystic Max. Juhu, wir haben Alyssa geholfen! Ich bin so stolz auf uns. I'm surprised to see wieder mal. You here. Okay. Dann Nathan Kate Vortex Club. Ich hab dich immer gewarnt oder gehen. Ich hab dich immer gewarnt, klingt irgendwie wie so ein Vorwurf, oder? Wir reden mal mit dir über Kate, wie es ihr jetzt geht und so. Blackwell is having a party after Kate almost jumped off a roof. I guess people are happy that Kate is okay now and they can party again. I'm just happy she's drawing again. She seems much better, and her mother is being so supportive for a change. Kate deserves that. Ja, virales Video oder Rache? Ich bin da eigentlich nicht so der Fan von Rache, aber bei Nathan und so, da kann man ruhig mal auf Rache plädieren. Kate deserves revenge. We have to make sure this doesn't happen to anybody else at Blackwell. I can tell you know some serious shit by your face. You don't have to tell me now, but please let me know if I can help, like ja. You helped me. Du kannst mir sehr gut helfen, indem du mir eine SMS oder eine WhatsApp oder eine E-Mail schreibst, wenn du Nathan gesehen hast. Alyssa, I have to find Nathan. Have you seen him? I really don't know, but surely in the VIP section, like it's in New York. Sag schon. Thanks, Alyssa. Watch out for yourself. Why, when I have Max Caulfield at my side? Good luck. Danke, danke, danke. Okay. Na, ihr Blöde. Wow. Wow. Okay. Du bist hier glücklich auf deiner Matarazze. So. Ihr habt auch Spaß. Sehr schön. So. Du danst hier total ab. Okay, haben wir schon getanzt? Wow. Ich würde sagen, die Party ist überhaupt nicht aus dem Ruder gelaufen. Der Bademeister-Sitz ist immer da. Okay. So, da ist ein Mädchen, hier ist ein Junge und da ist ein Türsteher. Trust me, dude. You're not missing anything. Das ist aber leider das Problem. Man will ja immer zu den Besseresgestellten gehören. Aber ich finde das so ein Rotz. Vor allen Dingen in der Schule muss es keine VIP-Section von der Party geben. I'm so not impressed by this VIP crap. Oh ja, so ansehen. Why isn't Courtney guarding the list for the VIP section? Courtney wurde irgendwie abgelöst. Excuse me, but I'm going in. Sorry, but this is the VIP section. Members only. Okay? Okay. Sorry, I'm on the list, okay? I know that Max Caulfield is not on any list for the Vortex Club. Nice try. Listen. No, you listen. Courtney is supposed to be the VIP gatekeeper, not me. So please go. Warum ist Courtney? We need to find a way to enter this bullshit club. Wow, du bist echt ein cooles Mädchen. Ich will dein Knicklicht mitnehmen. What would a shitty party be without glow sticks? Knicklichter gehören zu jeder guten Party. Woop woop. So, was haben wir hier noch? Ein Banner. Total toll. Yes, you do suck. VIPs only. So ein Rotz. Hubala, nein. Vielleicht können wir ja nochmal mit Courtney reden. Vielleicht können wir jetzt mit ihr reden. Weil mich interessiert schon, warum da ein anderes Mädchen sitzt und nicht sie. Also, du bist Luke Courtney. Ja, jetzt können wir mit ihr reden. How are you? Max, our guests are
arrives fashionably late. Say bonsoir to the end of the world. Even though you flake on my party makeover, you still get special access to the Vortex Club VIP lounge. You better let your minion know, since she won't let me pass. Oh, that little asshole just made her last mistake. She thinks she's Victoria. Bye-bye. Now, let's go make an official VIP entrance, Max Factor. Get it? So, so hey, gehört sich Sarah, das. Do you know that I personally put Max's name on the list? So, you like decide to block her from coming in while I'm taking a break? You're not in charge here. Wait, oh my god, you're done! And you're off the list permanently. Dun, dun, Welcome to the Vortex Club. Tja, meine Gute, da hast du wohl einen Fehler begangen. Miss, ich würde so gern Victoria sein. Okay, dann wollen wir jetzt nochmal reingehen. Oha, ich will nicht wissen, was uns da erwartet, aber... Wow, ist natürlich viel, viel cooler hier. Nathan is the Vortex Club. So his ass has to be here tonight. Das macht doch gar keinen Spaß, oder? Okay, wir haben eine Nachricht von Kate. Okay. Kate, ich war so glücklich, wieder dein Lächeln zu sehen. Du bedeutest mir so viel, genau wie vielen anderen hier. Ich muss los, aber ich wollte dir noch viel Spaß im Kino mit Warren wünschen. Er ist so lieb und hat mir Schulbücher gebracht, die ich brauche. Drück ihn von mir. Mach ich, ruf mich an, wann immer du magst. Okay, jetzt ist vielleicht... Oh, da war doch noch eine Nachricht von Courtney, oder? Ach nee. Nee, alles gut, alles gut. Okay, ich hätte jetzt gerne eine Taschenlampe. So, hier haben wir. Wow, ja. Oh, die ist schon gut hinüber. Hoppala. She's wasted and nobody is looking out for her. Nobody learns at Blackwell. Oha. Das sieht, ja, supi. Es ist erstmal, wie spät war es, als wir die Nachricht bekommen haben? Kate, hier haben wir sie. Es ist 21.42 Uhr, also 21:45 Uhr. Und die ist schon so durch. Oha. So, die sehen alle sehr begeistert hier aus. Surprise, Hayden is trashed. He would dose his own drink first, before anybody else's. Okay. What's up, Hayden? Hey, hey. Look, up in the sky, it's Super Max here to save the party. Woo! Have you seen Nathan? I just vaped some dank OG buds, so I can barely see you. Or are these hotties next to me? You want a hit? Nathan oder nein, danke? Wenn wir jetzt Nein, danke sagen, ist das Gespräch schon beendet. Deswegen gehen wir mal auf Nathan. No. I want to find Nathan. Me too. He's supposed to be bringing some special party favors. I hope that the party you actually planned a party at the party. Not this week. So, has anybody here seen Nathan? I guess you have to go ask everybody here. Or you can sit down and take a quick hit. Ah. Hey. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, habt ihr Victoria gesehen? Denn wir müssen sie warnen. What about Victoria? Go ask her yourself. I would, but like I said, I'm fucking wrecked. Okay. Maybe you better take it easy tonight. Whatever. I'm in this world to have fun. Try it sometime, Max. I finally get you and Dana to come out to a Vortex Club party, but you just want to lecture me? Gee, thanks, Mr. Madsen. How much fun did you have at your last party? Listen, Hayden. Just watch out for Nathan tonight. I think that's your job, Max. Come back when you're ready. Die lernen hier wirklich nie. Vor allem, das ist doch kein Amüsieren, was die hier machen. Die sitzen hier rum. Unterhalten sich noch nicht einmal, gucken einfach, was weiß ich, auf die Tischkante. Ja, na gut. Wow, eine Bon, wie cool.
Give me a break. Ich halt überhaupt nichts davon. Okay, wen haben wir denn hier? Taylor really shows her Vortex Club spirit. Wow. Go, girl. Go, girl. Have you seen go, girl. No, that's fine by me. He's been getting like too buggy and kind of scary. Oh, in der letzten Zeit erst. Okay, hast du Victoria gesehen? What does Victoria say about him? She blows it off, but Vic is close with Nathan. They're more like brother-sister. Or something. She really cares about him. Is this why you want to be in the Vortex Club? No, Max. I'm like far from home at a great school. I want to learn things, make friends, and party. But when Kate was on the roof, I knew I'd gone too far. Wenigstens eine. Kate, wurden Drogen verabreicht oder waren kommen? Ich schock sie jetzt einfach mal und gehe auf die Drogenschiene. Kate was dosed at the last Vortex Club party by Nathan. So, you should avoid any drink here tonight. Trust me, I won't even drink my own water when Nathan is around now. He's a pharmacy simulator. I do have to go now. Look out for yourself, Taylor. And give my best to your mom. Oh, thanks, Max. She's doing great after her surgery. I'm glad to know you're looking out for us, too. Okay, Taylor ist, glaube ich, im Vortex Club noch die Normalste. Und obwohl Courtney geht auch noch. So, jetzt haben wir hier den Barmann essen. Chips, okay. Barmann. So the Vortex VIPs get real alcohol at their underage bar. Again. Barmann mixt mir was zusammen. Ja. Also die vorne bekommen nur Limo und Energy Drinks, aber die hier hinten bekommen wohl den harten Stoff. Cool. Jetzt verstehe ich auch, warum alle in die VIP-Section wollen. Wir haben hier leckere Chips und Crackers. Spare no expense, Vortex Club. Sehen aber aus wie diese billigen aus dem Aldi, diese Chipsletten. Ah, da hinten ist Victoria. I know Victoria is next on Nathan's hit list. Should I warn her? That's Rachel Amber. Something happened to her. The town is going to get wiped out by a tornado. That's only 4 days away. What the hell is this? Max, help me! No!